Hallo meine liebe Freunde, heute geht es weiter mit dem Malen in der Kunstschule Erdgeschoss. So, wir brauchen wieder die Werkzeuge, die wir letztes Mal hatten, und zwar Papier, Pinsel, Wasserfarben, Wasser. Jetzt kommt was Neues. Eine Schere, Kleber. Irgendein Kleber. Und einen Bleistift. So, und jetzt drückt bitte auf die Pause, besorgt euch alle diese Werkzeuge und bereitet auch eure Arbeitsflächen ganz gut vor. Und wenn ihr soweit seid, drückt wieder auf Play und wir fangen an zu malen. So, ihr seht, ich habe hier mein Blatt. Ich habe das nicht mit dem Klebeband fixiert. Das muss ich heute nicht machen, weil ich das Blatt nur ausmalen werde und später daraus etwas ausschneiden. So, das kennt ihr schon. Wir machen das Blatt etwas nass. So. Ich glaube, mit dieser Technik kennt ihr euch schon richtig gut aus und ihr könnt das schon sehr gut, wie richtig professionelle Künstler. So, jetzt habe ich das so ausgemalt oder nass gemacht. So, auf der linken Seite mache ich alles grün. Das werde ich später für meine grüne Flächen gebrauchen. Und auf der rechten Seite werde ich alles braun machen. Das werden meine Baumstämme später sein. Ihr werdet es gleich alles sehen. So, zuerst nehme ich grün. Und wie immer, einfach mit der Farbe hier tupfen. Dass die Farbe sich hier richtig schön verteilt und dabei wunderschöne Strukturen sich ergeben. So. Wir können auch unterschiedliche grüne Farben dazu nehmen. Nicht nur mit der gleichen Farbe alles ausmalen. Mit hellgrün, mit dunkelgrün, damit es sehr lebendig später aussieht. Ja, ihr merkt, wir haben schon wieder wunderschöne Strukturen dadurch bekommen. So, hier. Jetzt nehme ich auch ein bisschen Blau dazu. So. Und auf der rechten Seite, ich muss gucken, dass es wieder feucht ist, mache ich alles mit Braun. Und solange das Blatt feucht ist, werden sich die Farben ganz schön miteinander verschmelzen. So, vielleicht noch ein bisschen Blau dazu. Bisschen braun. Da könnt ihr richtig randalieren. Da könnt ihr ganz mutig sein. So, jetzt bin ich fertig. Jetzt drückt bitte auf die Pause und macht genau das Gleiche. Bis gleich.
So, nachdem ich alles ausgemalt habe, möchte ich erstmal mein Blatt trocknen. Ich kann diesen Prozess mit dem Föhn beschleunigen. Und zwar geht es so. Jetzt ist mein Blatt trocken. Ich habe mein Blatt mit dem Föhn getrocknet. Ihr müsst das nicht mit dem Föhn trocknen. Ihr könnt das auch erstmal liegen lassen. Nach 30 Minuten ist euer Blatt trocken. Aber es gibt auch diese Möglichkeit. So, jetzt drückt bitte auf die Pause und macht genau das Gleiche. Dann kommen wir zu dem nächsten Schritt. So, jetzt kann ich alle Farben, Pinsel und Wasser zur Seite stellen. Das brauche ich jetzt erstmal überhaupt nicht mehr. So, macht eure Arbeitsfläche wieder frei. Nichts darf euch stören. Was wir jetzt brauchen, das ist eine Schere. So, und mit der Schere werden wir jetzt Folgendes machen. Wir werden solche Streifen, also wir werden hier Streifen ausschneiden, unterschiedlich breit. Und diese Streifen werden später unsere Baumstämme sein in unserem Wald. So, mal so ein bisschen schmaler, ein bisschen breiter oben, wird es vielleicht schmaler, so, mal ein Schieferbaumstamm. Könnt ihr unterschiedliche Streifen ausschneiden. Wieder ganz dick. Wieder ganz dünn. So. Und dann vielleicht so dick. So, ich glaube, naja, ich mache auch hier noch einen Streifen daraus. So, das werden später meine Baumstämme sein. Jetzt lege ich das zur Seite. Aus dieser grünen Fläche mache ich solche Formen. Das werden später unsere Blätter sein, das Grünzeug auf dem Baum. Also das Grüne auf dem Baum. So, das kann auch unterschiedliche Formen haben. Also da könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Mal größer, mal kleiner. Also da ist, dafür gibt es keine bestimmte Vorschriften. Also ihr könnt hier alles ausprobieren. Hier. Vielleicht werden wir auch nicht alles gebrauchen, aber wir bereiten immer ein bisschen mehr vor. Dann wird es uns vielleicht, dann haben wir eine größere Auswahl später. Oder man kann auch mehrere Bilder später machen. Oder vielleicht größere Bilder. So sieht es aus. Baumstämme, Blätter. So, jetzt drückt bitte auf die Pause und macht genau das Gleiche. Später zeige ich euch, wie wir weiter vorankommen. Jetzt seid ihr dran. So, mit dem Kleber werde ich meine Baumstämme erstmal hier schmieren. Und zwar, so geht es. Ganz ordentlich. So.
Nicht zu viel Kleber und nicht zu wenig. So, und jetzt verteile ich einfach irgendwo meine Baumstämme. Ich fange einmal hier an. Die können auch erstmal hier so rausgucken. Das schneiden wir später ab. So, einmal. So, hier. Mach das bitte ganz ordentlich. Passt auf, dass euer Kleber hier das weiße Blatt nicht zu sehr schmiert. Das heißt, einfach drauflegen und so lassen. Vorher euch Gedanken machen, wo ihr euer Baumstamm haben wollt. So, hier kommt noch ein Baumstamm. Ein bisschen weiter nach rechts, ein bisschen schief. So. Also guckt, dass die Abstände auch unterschiedlich groß sind. Nicht alles gleich groß oder gleich klein. Ja? Hier klebe ich im Vordergrund einen Baumstamm. So. Muss aber verlängert werden. Oh, dafür habe ich auch hier den passenden Streifen noch. Den verlängere ich den. Einfach so. Genau so mache ich das. Damit der Baumstamm, damit man die Spitze von dem Baumstamm Baumstamm gar nicht in dem Bild hat, sondern die sollen irgendwo ganz oben sein. So, vielleicht so ein. Nee, jetzt mache ich meine Blätter. Dann klebe ich meine Blätter drauf. Guckt mal. Genauso ordentlich. Einfach. Hier so verteilen. Oben drauf. Da. So. Man muss nicht zu viel davon machen. So, hier habe ich noch einen dünnen Baumstamm. So, den klebe ich einfach so irgendwie ein bisschen quer drauf. Aha, wo kann ich noch ein bisschen von dem grünen. Hier noch was. Und vielleicht hier oben. So.
Genau. Oder kommt noch irgendwo? So, hier könnte ich noch meinen letzten grünen Fleck draufkleben. Hier. So, jetzt reicht es. Und diese Baumstämme da oben kann ich mit der Schere so abschneiden. Das, was raus aus dem Bild rauskommt, einfach abschneiden. So. Hier und da. Ganz ordentlich. So. So wird das erstmal aussehen. So, jetzt drück bitte auf die Pause und mach genau das, was ich euch hier gezeigt habe. Also seid kreativ, ihr könnt euer Wald so machen, wie ihr wollt. Sehr wichtig ist es dabei, die Abstände nicht alle gleich zu machen, sondern ein bisschen weiter auseinander, dann irgendwo wieder etwas enger diese Abstände machen. Und einen Baum oder zwei Bäume könnt ihr ein bisschen mehr nach unten schieben und den restlichen Wald etwas weiter hinten kleben, so wie ich das hier gemacht habe. Also das ist, ihr seht hier ganz gut, die Baumstämme sind etwas weiter hinten als diese Baumstamm. Damit bekommen wir auch eine Perspektive. So, wie gesagt, jetzt seid ihr dran. Auf Pause, erstmal so kleben und dann wieder auf Play drücken und wir zeichnen. Jetzt kann ich mit dem Bleistift, ihr könnt euch auch einen Bleistift nehmen, anfangen hier Zaubertiere zu zeichnen. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Das können unterschiedliche Tiere sein, das können Fantasietiere sein. Also habt da keine Hemmung, macht einfach alles, was ihr wollt. Wichtig ist dabei, dass ihr die Tiere hinter den Bäumen versteckt. Und zwar zum Beispiel fange ich hier vorne an. Guckt mal, was zeichne ich denn? So. Die Tiere könnt ihr dann auch ganz schön mit schönen Muster weiter ausmalen. Das sind Zaubertiere. Deswegen könnt ihr auch unterschiedliche Muster haben, die wahrscheinlich bei den echten Tieren gar nicht gibt.
Ich habe so einen Zebrafuchs mir ausgedacht. Könnte ich einen da läuft ein Mensch durch den Wald. Hat sich auch versteckt. Ein Junge. So, hier fliegt ein Vogel bei mir. Zwei Vögel. Ganz gut aufpassen, dass alle Tiere, alle unsere Vögel und Menschen hinter den Bäumen versteckt sind. Ja? Nicht obendrauf auf die Bäume zeichnen. Hier kann ich noch ein Tier, irgendein Zaubertier zeichnen. So ein super großes Tier. Ein Fantasietier. Dieses Tier hat zum Beispiel so ein Muster. Fällt mir noch. Hier zeichne ich eine Schlange, die hinter dem Baum sich versteckt hat. Eine richtige Schlange. Meine Schlange hat so ein Muster. Ihr müsst ganz ordentlich zeichnen. Und jetzt seid ihr dran. Versucht, alles zu zeichnen, was ihr wollt. Ganz gut aufpassen bitte, dass die Tiere hinter den Bäumen sich verstecken. Also, das heißt, nicht oben drauf zeichnen, nicht auf den Baumstämmen zeichnen, sondern hinter den Baumstämmen. So, und wenn ihr fertig seid,
Bittet eure Eltern, dass die ein Foto von eurem Bild machen und mir per E-Mail schicken. Ihr werdet von mir ein Feedback kriegen. So, jetzt, let's go!